Heiko Westermann. Was weiß man von dem? Dass er Unterfranke ist, gelernter Bauzeichner, Familienvater und der Schalker mit dem wohl sichersten Stand in der Nationalelf. Unklar ist, wo man ihn auf dem Fußballplatz eigentlich zu suchen hat. Welche Position er bei Schalke spielt, erklärt er uns am besten selbst. Also ich habe in den letzten anderthalb Jahren viele Positionen gespielt. Also so ziemlich alles bis auf Sturm und Torhüter. Kein Stürmer, aber zweitbester Schütze auf Schalke. Also, man hat ihn als Innenverteidiger geholt. Doch er beherrscht auch alle anderen Positionen in der Abwehr. Und damit nicht genug. Zurzeit spielt er im zentralen und im defensiven Mittelfeld. Für die Mannschaft ist es sehr, sehr gut, dass ein Spieler in der Mannschaft ist, wo alle Positionen spielen kann. Aber andererseits ist natürlich, wenn man jetzt man kann nicht auf jeder Position, sagen wir mal, eine Woche so spielen, immer 100% abrufen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Du selber hast gesagt, spielst am liebsten innen. Ich spiele am liebsten innen, ja. Weil ich da denke, ich am stabilsten spiele. Also ich kann über mehrere Spiele mein Potenzial abrufen, ohne dass ich einen Leistungsabfall habe. Leistungsabfall? Nicht bei Westermann. Mit 17 spielte er beim Zweitligisten Greuther Fürth, wechselt 5 Jahre später zu Bielefeld und 2007 unterzeichnet er auf Schalke und spielt sich mit 25 Jahren in die Nationalmannschaft. Bislang ging es nur aufwärts. Ist dein Erfolg deinem Fleiß oder deinem Talent zuzuschreiben? Ich denke, es gab Spieler, die mehr Talent hatten wie ich, absolut. Aber ich habe mich nie unterkriegen lassen, habe gewusst, welche Stärken das ich habe und habe versucht, diese Stärken weiter auszubauen. Und das mache ich auch heute noch. Klar arbeite ich noch an meinen Defiziten, wenn ich welche habe. Aber wichtig ist, dass man an seinen Stärken festhält und die weiter ausbaut. Wenn du das jetzt prozentual aufteilen würdest, Talent und Fleiß bei dir? Da würde ich vielleicht 70-30 sein. 70 Fleiß, 30 Talent. Damit schafft man es also im Fußball? Ich denke schon, man kann einiges schaffen im Fußball. Wenn man es unbedingt will und den Willen hat, dann kann man sehr viele Sachen schaffen. Ja. Aber die Mannschaft schafft es gerade nicht. Sie vergibt Chancen, sie spielt nicht gut, sie enttäuscht. Sich selbst und ganz Schalke. Euer Trainer wird ausgepfiffen, Müller wurde entlassen, einzelne Spieler werden ausgebuht. Wie geht euer Team damit um? Ich denke, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, wir spielen jetzt keinen überragenden Fußball. Das könnten wir auch gar nicht, weil wir jetzt nicht das Selbstvertrauen haben, was jetzt andere Mannschaften haben. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer. Es ist jetzt schon ein kleiner Spalt zwischen den Fans und uns, muss man ganz ehrlich auch gestehen. Wir waren nach dem letzten Spiel waren wir auch nicht bei den Fans gewesen, weil wir 1-0 geführt hatten und nach 70 Minuten haben sie Trainer rausgerufen. Und das können wir natürlich als Mannschaft auch nicht tolerieren, weil der Trainer gehört zu uns. Und wir stecken in der Krise, in der sportlichen. Und das leugnen wir auch nicht. Dass wir nicht gut spielen, leugnen wir auch nicht. Aber wenn die Erfolge kommen, dann werden wir auch fußballerisch besser spielen. Gibt es deiner Meinung nach menschliche Schwachstellen? Ich frage das, weil Kevin Kurani oft als Buhmann dargestellt wird. Ja, auf ihm wird natürlich alles abgeladen. Er ist kein Spieler, der alleine spielt, das ist auch ganz klar. Klar hat er ein paar Chancen vergeben, das ist ganz klar. Aber das ist kein Spieler, wo man alles auf ihm auslassen kann. Man kann jetzt nicht sagen, er ist an der ganzen Miserie schuld oder so. Wenn Kevin zum Gesicht der Krise gemacht wird, könnte Heiko das Gesicht des Erfolges sein bei Schalke? Ja, ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft das Gesicht des Erfolges sein wird am Ende. Die Saison ist noch nicht gelaufen und genauso sehen wir das auch. Wir sind noch mittendrin und wir wollen unbedingt in den internationalen Wettbewerb. Und dann denke ich, ist die Saison doch einigermaßen gerettet. Gibt es denn vielleicht irgendeinen Spieler, der sich gerade besonders hervortut und die Mannschaft vorantreibt und sagt, wir packen das? Nein, ich denke, da gibt es mehrere Spieler, die das. Ich denke an, wenn man jetzt die alten Spieler nennt, Marcelo Bodon oder Laden Ristajic. Oder jetzt jüngst denke ich, dass Jermaine Jones einen Riesenschritt gemacht hat in diese Richtung, weil er wirklich ein Arbeiter ist und der wirklich 90 Minuten Gas gibt ohne Ende. Und an diesen Leuten, denke ich, sollte man sich messen. Sollten sich die anderen Spieler auch messen und hochziehen und dann wird das auch wieder hinhauen. Nimmst du eigentlich solche beruflichen Sorgen mit nach Hause? Also es kommt
drauf an. Wenn wir verloren haben am Wochenende, dann bin ich schon 24 Stunden so ziemlich down und da braucht mich auch keiner darauf auf Fußball ansprechen dann. Ich will einfach meine Ruhe haben, mehr nicht. Du bist ja auch außerhalb vom Spielfeld sehr fleißig. Du gehst zu einem Kinesiologen. Ja, das ist ein Training, wo man sehr konzentriert ist, eine Stunde lang, wo man mit dem Gehirn arbeitet und dann danach richtig kaputt ist. Und es ist eigentlich ein Stressresistenztraining. Also wenn auf jemand viel Stress wirkt, in der kurzen Zeit, damit man halt den Überblick noch über die anderen Sachen behält und nicht in den Stress dann völlig hektisch wird. Wie genau baut man bei einem Bewegungslehrer Stress ab? Das geht eigentlich darum, dass man im Kopf oder Beine, Füße mehrere Sachen auf einmal macht und sich auf mehrere Sachen konzentriert. Wenn ich dir jetzt diese Bälle hier gebe und ich stelle dir dazu Fragen, ja? Ich mache eine Übung vor. Ja, gern. Einfach die Bälle hochwerfen. Aha. Die Arme überkreuzen. Das ist aber die leichteste Übung, wo es eigentlich gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Bälle nimmt und überkreuzt so fängt. Alles auch, oder dass man halt jetzt nur einen nimmt. Und das kann man dann halt einbauen mit Springen, mit dem Werfen zusammen und dann noch mit Zählen. Also dass dein Kopf nochmal mehr arbeitet und das ist schon sehr anstrengend. Machst du sonst noch irgendetwas, um ein besserer Fußballer zu werden? Ja, ich versuche danach zu leben. Ich bin jetzt kein Heiliger oder sonst irgendwas. Ich versuche mich so gut es geht zu ernähren und natürlich so gut es geht auch viel Schlaf zu kriegen.